Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Monatsupdate, mittlerweile Nummer 6. Ich bin nach wie vor stolz drauf, wie erfolgreich diese Videos sind und freue mich immer wieder, wenn ein Monat rum ist und ich wieder so ein Video aufnehmen kann. Weil es ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine einfache Sache. Ich setze mich an meinen Schreibtisch, quatsche ein bisschen mit euch, erzähle euch ein bisschen was, meine Gedankengänge. Und wenn ich dann dieses positive Feedback immer lese, ist das einfach cool. Ja, März ist rum. Wir haben den 1. April. Dieses Video ist kein April-Scherz, sondern es ist die Realität. Los geht's, was haben wir geschafft im März? Ja, nicht viel geschafft, außer dass ich frisch aus dem Urlaub zurück bin. Waren nicht viele Tage, aber ich war mit der Familie ein paar Tage auf Fuerteventura. Kann ich übrigens im März sehr empfehlen, perfektes Wetter. Wir haben die ganze Zeit 20, 25 Grad gehabt und dann lohnt sich auch dieser Flug von knapp 5 Stunden, weil Fuerteventura, die Insel, hat einfach nicht viel zu bieten, aber das Wetter im März ist dort wirklich schön. Wir haben kurz überlegt, ob es nochmal in Schnee geht, was natürlich mit einem einjährigen Kind jetzt nicht so geil ist. Deswegen haben wir doch einfach gesagt, komm her, einfach ein paar Tage Auszeit am Pool liegen, am Strand liegen. Und dafür ist Fuerteventura im März einfach perfekt. Frisch erholt, kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Ich denke mal, jeder kann sich vorstellen, wie anstrengend so ein Urlaub mit einem einjährigen Kind ist. Aber zumindest glücklich und top motiviert wieder am Start. So, wir fangen mal wieder an. Thema März, was haben wir geschafft? So, wir waren einmal bei Max. MX Motorsports haben uns seine neue Halle angeguckt. Wirklich geil, wirklich Respekt, wie er da in kürzester Zeit Gas gegeben hat. Haben den E46 hingebracht, einfach nur unter dem Aspekt, tötet mich nicht, aber wir haben tatsächlich zwischenzeitlich mal überlegt gehabt, ob wir das Ding auf Turbo umbauen. Ist jetzt wieder verworfen, weil das Auto ist einfach zu perfekt, zu gut. Dieses Auto muss einfach so bleiben, wie es ist. Gab auch schon wirklich einige Kaufinteressenten, die auch wirklich richtig Geld für dieses Auto ausgeben wollten. Aber ich bring's nicht übers Herz. Das Auto, alleine diese wirkliche Freundschaft, die mit Max durch dieses Auto entstanden ist, dann diese Perfektion an diesem Auto, dann das, was wir euch mit diesem Auto rüberbringen konnten, das, was wir mit dieser Videoreihe gelernt haben, das ist ähnlich wie mit der Limo und dem Abarth. Ja, das sind einfach drei Autos, die sind für mich einfach, ja, nee, müssen einfach bleiben. Wir müssen sie mehr nutzen, aber sie müssen einfach bleiben. Was macht Max jetzt mit dem Auto? Jeden Tag angucken und sich freuen. Wir waren kaum auf der Bühne. Zack, hat er wieder einen Eimer mit seinem Spezialreiniger geholt und hat erstmal von unten alles gewienert. Das Auto bekommt jetzt erstmal eine kleine Liebhaberkur. Das heißt, Max wird ein paar Teile wieder reinigen, wird alles nochmal durchchecken, Flüssigkeiten tauschen, dann werden wir, ich denke mal, eigentlich würde ich das Ding gerne mal auf den Prüfstand stellen. Jetzt hat er mittlerweile genug Kilometer runter, dass wir eigentlich mal auf dem Prüfstand eine Messung machen können. Noch ist sein Prüfstand allerdings nicht aktiviert. Er muss, glaube ich, nochmal vermessen werden. Ach, haufenweise Kleinzeug. Am Ende nicht viel, aber ich finde es schon gut, dass das Auto bei ihm steht. Er hat das Auto gebaut, er hat jetzt sein Showroom fertig, er kann das Auto ein bisschen genießen. Er kann wirklich jederzeit, egal wie, wo er will, mit dem Auto fahren und machen, was er will. Da vertraue ich ihm wirklich blind. Deswegen ist das Auto da genau richtig aufgehoben. Wörthersee fahren wir ja dieses Jahr leider nicht. Deswegen kann er nicht damit wieder zum Wörthersee fahren. Also außer er will zum Wörthersee fahren, Max, dann kannst du ihm gerne das Auto nehmen. Wir fahren auf jeden Fall nicht. Aber es wird genug Veranstaltungen geben, wo ihr dieses Auto mal fahren sehen könnt. Eine Runde Bilzer Werk mit dem Auto steht auf jeden Fall noch aus. Kurzzeitig war ich am Überlegen, Karfreitag, Nordschleife mit diesem Fahrzeug, aber mir wurde zugezwitschert beim Einschlafen. Philipp, lass es einfach. Lass es einfach bleiben. Deswegen, ja, wir werden Karfreitag an Nordschleife sein. Ich freue mich auf euch. Wenn ihr auch zur Nordschleife fahrt am Karfreitag, schreibt mal unten in die Kommentare, wo wir uns am besten treffen können. Absoluter Nordschleifen-Neuling, kein Plan. Aber ich habe mir überlegt, wir machen mit den Jungs eine kleine Ausfahrt und kommen mal zur Nordschleife. Finde ich irgendwie cool. Fahren, weiß ich nicht. Ich denke mal eher ein bisschen vloggen, ein bisschen eure Autos zeigen. Einfach mal gucken, was so dieses Feeling und Spirit Car Freitag an der Nordschleife. Ich höre es von jedem Jahr. Jedes Jahr sehe ich wieder die Stories, die Bilder und alles und sage mir, ey, wir hätten hinfahren sollen. Und dieses Jahr wollen wir es umsetzen. Wenn das Wetter mitspielt, kommen wir zur Nordschleife. So, ja, Limo-Kabelbaum. Ich bin immer noch nicht fertig, aber ich will es einfach vernünftig und gut machen. Nicht perfekt, weil ich weiß, dieser Kabelbaum ist definitiv nicht perfekt. Man kann Kabelbäume noch auf einem viel, 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 viel krasseren Level bauen. Ich sag mal, der Kabelbaum ist wahrscheinlich auf 60 von 100%, was die Krassheit angeht. Es gibt immer noch krassere Kabel, es gibt noch, man kann das Ganze noch weiter runterbrechen, aber das ist für mich zur Sekunde einfach nicht umsetzbar. Die Leute, die das können,
Haben leider keine Zeit. Verstehe ich aber vollkommen, dass andere Projekte und Fahrzeuge, die seit Jahren eingeplant sind, vorgehen. Ich will aber mit dem Auto fahren im Mai und genau deswegen muss ich den Kabelbaum mal selber bauen. Und das machen wir jetzt erstmal. Wenn dieser Kabelbaum erstmal perfekt ist, ist es immer noch eine Leichtigkeit für einen Profi, den Kabelbaum nochmal wieder zu bauen. Dann sind wir wieder auch bei einer coolen Thematik, wo man nämlich mal zeigen kann, Profi gegen Laie, was man da noch so einsparen kann, was man besser machen kann. Ich sag nur, wie wir gerade in der DTM gesehen haben bei HWA, diese geilen Steckergehäuse in Carbon, die einfach die ganzen Sensoren verteilen und sowas. Also da kann man sich schon wirklich austoben, aber dafür brauchen wir erstmal eine Basis, weil das kann man dann rückwirkend nicht mehr ändern, weil diese Kabelbäume sind teilweise verklebt, ummantelt, verdrillt. Da kann man nicht einfach sagen, so, jetzt machen wir nochmal ein Kabel zusätzlich rein, sondern so, nee, der Kabelbaum, so wie er ist, bleibt dann wirklich für immer so. Und da sind wir noch zu weit von entfernt. Was ging noch? Mein Besuch bei HWA in der Falterbach. Eine Firma, über 200 Mitarbeiter, die sich seit über 2 Jahrzehnten mit dem Rennsport beschäftigt. Oh, mir hat so der Kopf geraucht nach diesem Tag, es war unfassbar. Diese ganzen Impressionen und dass ich das euch zeigen darf, war wirklich ein Gefühl von Glücklichkeit krank. Wir haben noch nicht alle Videos gezeigt, da kommt noch jede Menge, aber alleine wie David diese Kardanwelle konstruiert hat, sie jetzt unten im Ladenverkauf liegt, passt, fett aussieht, leicht ist, dann wie die in 100 Tagen, jetzt muss ich noch mal kurz erklären, für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, es gab in der DTM über den Winter damals, ich meine, es war 2018 auf 2019, eine Reglementänderung und es hieß auf einmal, ihr kriegt ein neues Monocoque, vorne kommt ein Vierzylinder rein, das Getriebe sitzt hinten, let's go, ihr habt 100 Tage Zeit, alles zu bauen. So, das heißt, in 100 Tagen haben die diesen ganzen Motor konstruiert, plus gefertigt, plus abgestimmt. In 100 Tagen wurde dieses ganze Kühlerpaket, Kabelbaum, Sensorik, Krümmer, Turbolader, alles gebaut und nach 100 Tagen ist das Ding wirklich Rennen gefahren. Das finde ich schon krass, aber das werdet ihr mit der Zeit noch sehen, was da so alles geht. Ich habe viel gelernt. Natürlich, alleine wie viele Konstrukteure es da gibt, die den ganzen Tag nur Sachen konstruieren, alleine das ist natürlich schon, ja. Also Gordian hat zu Recht gesagt, Philipp, das was die Firma HWA hat, sind die Mitarbeiter und diese Mitarbeiter sind alles zum Großteil Leute mit über 20 Jahren Erfahrung in dieser Firma, das ist unbezahlbar und diesen Schatz müssen sie halt einfach schützen. Weil das, was sie können, ist halt einfach konstruieren, entwickeln, abstimmen, bauen, fertigen und einfach ein rennfertiges Auto liefern. Wirklich geil. Also wirklich, muss ich sagen, Hut ab. Seit langem mal wieder eine Firma, wobei eigentlich fast alle Firmen, die ich euch zeige, hauen mich wirklich um. Aber die Firma war wirklich wieder. Und jetzt ist es halt im Rennsport so, es ist nicht eine große Halle, wo man reinkommt, wo einfach, bumm, man gleich alles sieht. Nee, da ist natürlich vieles hinter verschlossenen Türen. Ich durfte euch auch vielleicht maximal 50% zeigen. Man hat immer wieder verschlossene Türen. Die Tür geht auf und denkt sich, boah, alte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Nochmal, nochmal, nochmal mehr. Wirklich krass. Dann, ja, Thema Barren. Dieses Projekt ist ja für uns immer noch so ein Fun-Projekt, ein Street-Legal-Projekt, ein Japaner-Projekt. In diese Szene müssen wir erstmal so ein bisschen reinkommen. Ich weiß, dass wir jetzt noch nicht perfekt in dieser Szene drin sind. Das könnte man auch krasser, geiler, japanischer machen. Aber natürlich, es ist unsere Zeit, unser Geld, unser Engagement. Und natürlich bleibt unser Geschmack da immer noch ein bisschen drin. Aber ich habe aus Japan einen Aristo gekauft. Wir haben jetzt eine 2JZ GTE-Technik, also ein Twin-Turbo VVTi-Motor, der vollkommen legal in dieses Auto reinkommt. Da sind wir, die Technik ist schon ausgebaut, aktuell klären wir mit dem TÜV ab. Ich habe euch im letzten Video noch versprochen, es bleibt alles original. Jetzt gibt es aber wohl doch die Möglichkeit, dass wir nicht vollkommen legal bleiben müssen, sondern man vielleicht die ein oder andere Thematik in Bezug auf Ansaugung, Ladeluftkühler, Downpipe, ein wenig anpassen könnte. Legal. Aber dazu mehr in den nächsten Videos. Wir freuen uns auch da auf dieses Projekt übelst, weil dieses Auto ist einfach der perfekte Cruiser. Das bleibt auch in Automatik. Viele haben gleich gesagt, bauen Schalter. Nee, ich habe so viele Schalter. Es reizt mich als Schalter nicht, sondern es reizt mich gerade als Automatik. Und jetzt, wo ich den GTE gefahren bin, mit Turbo-Ladern und Automatik, sage ich euch, es ist auch geil als Automatik. Weil es gibt auch Momente, wo einfach eine Automatik geiler ist als ein Schalter. Aber das seht ihr auf jeden Fall noch. Letzter Punkt, Abarth geht jetzt wieder los.
Wir wollten eigentlich fahren im März, leider war das Wetter zu schlecht. Ich habe da aus Vernunft gesagt, Philipp, es ist März. Selbst Ende letzten Jahres haben wir festgestellt, die Reifen werden nicht warm. Jetzt willst du als allererstes mit diesem Auto auf der Rennstrecke unterwegs sein. Kalter Asphalt, kalte Reifen. Ich habe einen Satz Semis für das Auto fertig gemacht. Trotzdem, die Saison steht vor dir. Lass es bleiben. Entspann dich. Mach ein bisschen Limo weiter. Lass uns erst im April damit fahren. Und da bin ich mittlerweile so weit, dass ich tatsächlich selber Nein sagen kann und aufhöre, wenn es am schönsten ist. Und genau deswegen kümmern wir uns lieber ein bisschen mehr um das Auto. Machen es noch potenter, performanter. Und im April geht's los. Jetzt muss ich kurz überlegen. 23. April. 23. April ist wieder Bilzer Berg. Da können wir mit dem Auto fahren. So. Meine Prognose. Letztes Jahr 1:53.00. Was schon echt eine gute Zeit ist. Wenn ich mir überlege, dass wir mit 2 Minuten 18 gestartet sind, das sind 25 Sekunden. Stellt euch mal an die Start- und Zielgerade und zählt 25 Sekunden. Ihr werdet denken, ich muss einen Unfall gebaut haben und ich komme auch nicht mehr, weil es so lange ist. Das ist schon wirklich gut. Plan für dieses Mal ist ein bisschen mehr Leistung. Also vorher dürft ihr euch auch darauf freuen, es geht mit dem Auto auf den Prüfstand. Mehr Leistung, ich weiß, die ist eigentlich nicht notwendig, aber ich habe Bock drauf. Dann Thema Fahrwerk. Wir machen uns mal so ein bisschen an Ein- und Ausfederwege. Genauso Stabis, Stur, Spur und Sturz. Mein Plan ist es, vorne mal weniger Sturz zu testen, weil aktuell ist es so, das Auto untersteuert wirklich rein gar nichts. Du lenkst ein und bevor das Ding untersteuern würde, fängt er eher an zu kippen. Mit viel Sturz ist es so, dass das Auto beim Kippen natürlich noch mehr Auflagefläche bekommt, noch mal Traktion auf dem äußeren Rad bekommt und in dem Moment sich noch eher zum Überschlagen neigt. Deswegen, wir gehen mit dem Sturz wieder ein bisschen zurück. Wir arbeiten an den Ausfederwegen, weil wir haben festgestellt, dass das Auto hier und da mit den Rädern schon in der Luft ist und gucken, dass wir das Auto wieder in ein leichtes Untersteuern kriegen. Alleine, um auch die Reifen besser auf Temperaturen zu kriegen. Das ist aktuell der Plan. Dann Gewicht. Einiges gemacht, sowohl Gewicht in der Mitte verlagert, nach hinten verlagert und weniger Gewicht zusätzlich. Titan Downpipe und so Gedöns. So, das heißt, da geht es jetzt weiter. Als nächstes kriegt ihr ein Video, wie das Ding auf dem Prüfstand war. Und ja, richtig Bock drauf. Muss wirklich sagen, dieses Auto ist mir so krass ans Herz gewachsen. Jedes Mal, wenn ich in die Garage reinkomme, die Optik, das Auto, wie man drin sitzt. Ah, geil. Geil, geil, geil. Die Bremse, achso, Thema Bremse, klar, Hauptthema ist natürlich Bremse. Wir haben monatelang an dieser Bremse hin und her gerechnet. Ja, jetzt haben wir ein Bremsen-Setup, AP vorne, hinten. Vorne deutlich größer, hinten deutlich kleiner. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Firma 55 Parts. Mit passenden Belegen, mit passenden Reitwerten, mit passenden Zylindern, mit passendem, ja, alles passend, übertrieben gesagt. Ich habe in dem Video noch gesagt, wir wollen nach hinten einen Bremsdruckminderer einbauen. Habe ich das gesagt? Ich hoffe. Gab es gleich einen bösen Anruf von Conti. Lass das sein. Das funktioniert mit unserem ABS nicht, weil die Flüssigkeit zirkuliert von dem ABS wieder zurück in den Hauptbremszylinder. Und das geht logischerweise nicht, wenn da dieser Bremsdruckminderer drin ist, weil der Minderer funktioniert, übertrieben gesagt, nur in eine Richtung. Das heißt, in die andere Richtung kann die Flüssigkeit nicht vernünftig zurückfließen. Das kann sogar im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass das Rad blockiert und man die Leitung aufmachen muss zum Entlüften und so weiter. Das wäre der Worst Case. Deswegen, das Thema ist durch, kommt kein Minderer mal rein. Weil auch berechtigterweise die Conti gesagt hat, mit unserem ABS kannst du das Auto ruhig auch hinten im ABS fahren. Weil man braucht auch in gewisser Weise bei einem Auto, was hinten leichter ist, eine Hinterachse, die überbremst mit ABS, damit man die Räder auf den Boden zieht. Also es ist gar nicht so schlecht, wenn das Auto hinten schon relativ aggressiv im ABS regelt, weil es wird auf gar keinen Fall übersteuern, weil genau dafür ist das ABS da. Das hat auch beim letzten Mal fahren schon extrem gut funktioniert. Ich konnte wirklich in die Kurven reinbremsen oder in Momenten, wo ich Angst hatte, konnte ich die Bremse antippen und ich habe sofort auf dem Display gesehen, wie die einzelnen Räder hinten am Regeln sind. Deswegen eine Bremsdruckminderung für hinten bauen wir nicht mehr ein, sondern wir arbeiten so lange an dem Setup, bis es passt. Hab ein extrem gutes Gefühl bei dem Setup. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird richtig, richtig geil. Soviel zum Thema März. Was geht im Thema April? Habe ich gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Abarth, dann, also Abarth Prüfstand, Abarth Bilster Berg. Dann, ganz wichtig, sorry, dass da noch keine Videos bisher gekommen sind, aber noch waren die Schritte so klein, dass wir keine Update-Videos gemacht haben. Marius Golf, er steht unten bei uns im Ladenverkauf. Wir sind wieder täglich dran. Wir wollen am 22.04. fahren.
Das sind jetzt genau knappe 3 Wochen. Ne, es sind an dem Tag, wo das Video online geht, genau 3 Wochen. In diesen 3 Wochen Prüfstand, vermessen. Vermessen machen wir mittlerweile selber. Radlasten einstellen, ballern, Elektrik fertig machen. Wird ein knapper Zeitplan, aber wir wollen es angehen. 22.04. So, da könnt ihr euch drauf freuen. Dann natürlich Limo ein bisschen fertig machen. Wir haben immer noch den Traum vor dem nächsten Event bei Hermann auf dem Motorenprüfstand. Mal gucken, wie weit wir da so kommen. Und ja. Ja, so sieht der April aus. Ich gucke mal in meinen Kalender rein, ob noch irgendwas Spannendes ansteht. Karfreitag, Nordschleife, hatte ich schon gesagt. Und letzten Sonntag im April sind wir auf dem Salzburgring. Der Mario Moser von der Firma Damm macht dort ein Event. Eine geile Mischung aus Rundstrecke und Show und Shine, Viertelmeile, einmal alles. Ich will auf jeden Fall den Abarth vor Ort haben, weil Salzburgring mit den Abarth, mit anderen leistungsstarken Fahrzeugen, mit großen Kalibern, das kann richtig gut werden. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich glaube, es gibt noch Tickets, wenn ihr Bock habt. Googelt einfach mal 30.04. Salzburgring. Ich kann euch auch unten in die Beschreibung einen Link reinmachen. Ich weiß gerade gar nicht, wie genau das Event heißt. Ich gucke mal kurz. Salzburgring, damit 30. Motortag, so war's. Motortag 2023 auf den Salzburgring in Österreich. Ich mache euch einen Link rein, wenn ihr Bock habt. Kommt da hin, wir werden da sein. Das heißt, alle, die aus Süddeutschland kommen, Österreich, Schweiz, können endlich mal einen Abarth sehen. So sieht's aus. Jawohl, weiter im Text. Ich hatte darum gebeten, dass wir das mit den Fragen in den Kommentaren mal ein bisschen optimieren. Ich sehe, das hat ganz gut geklappt. Ganz gut heißt noch nicht perfekt, aber wir arbeiten dran, wir grooven uns ein. Wenn ich jetzt auf Top-Kommentare gehe, sehe ich tatsächlich oben endlich mal Fragen und Kommentare von euch mit vielen Likes. Ich hatte darum gebeten, geht selber bitte die Kommentare durch. Lasst Likes auf den einzelnen Kommentaren da, damit ich diese Kommentare finde. Erster Kommentar von Sascha. Mich würde interessieren, wie eine ganze Woche bei dir aussieht. Könnte man sicher als Vlog machen und dann kommen viele wieder in den Genuss von jeden Tag ein Video. Tolle Arbeit. Macht ihr als Team. Danke für den coolen Content. Da müssen wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich mal so, allerdings auf Instagram, mal so eine Woche als Influencer mache und mal meinen Content auf Instagram ein bisschen abändere, weil ich da natürlich noch relativ, ja, ich sag mal, mein Content ist noch relativ stark auf die Autos und die Technik und Events bezogen und noch nicht so auf mein Alltag und Privatleben. Also, ich bin schon jemand, der privat relativ viel zeigt. Aber klar, das hat natürlich noch rein gar nichts mit einem Vlog-Style und einer ganzen Woche zu tun. Finde ich eine coole Idee, Sascha. Werde ich mal mit aufnehmen. Ich schreibe es auf die Wand hinter mir. Jetzt sofort. Und man könnte tatsächlich mal eine ganze Woche mit Philipp machen. Finde ich eine geile Idee. Könnt ihr gerne nochmal kommentieren, wie ihr es finden würdet und was ihr da gerne genau sehen würdet. Gesagt, getan. Ah, zweiter Kommentar, Tom Wotzny. Für dich fahre ich immer gerne 200 Kilometer, egal ob wöchentlich oder täglich. Kann ich nur zustimmen, Tom wirklich ein großer Kumpel von mir geworden, dicker Kumpel von mir geworden, 100% Verlass drauf. Was wir zusammen jetzt schon geschweißt haben, einfach geil. Kuss geht raus. Luca, zu viel Limo-Content gibt es nicht, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Ehrt mich auch, dass wir mit diesem Auto so ein Hype erzeugen konnten. Es tut mir auch leid, dass es stellenweise länger gedauert hat als gedacht, aber ich denke, bisher habe ich noch nie wen enttäuscht. Also jeder, der das Auto live sieht, glaube ich einfach, war genauso fasziniert und begeistert. Deswegen, so werden wir es auch durchziehen. Nächste Frage. Du hast dir mehr private Fragen gewünscht. Was war das Letzte, was du zuletzt neu gelernt hast, beziehungsweise zum ersten Mal gemacht hast? Wie haben Kimi und du euch kennengelernt? Okay, das sind jetzt mehrere Fragen. Wir fangen mal mit der ersten an. Was war das Letzte, was du zuletzt neu gelernt hast, beziehungsweise zum ersten Mal hast? Relativ einfach. Ich bin Vater geworden und alles rund ums Kinder kriegen, wollte ich schon gerade sagen. Kinder haben, so würde ich es eher mal sagen. Da viel gemacht und gelernt. Thema Kochen. Jetzt in der Corona-Zeit, wo man nicht so viel essen gegangen ist, war es tatsächlich so, dass wir ab und an mal uns Essen selber gemacht haben. Heißt, wir sind speziell Marius, jeder, dem Marius bei Instagram folgt, der hat es damals mit Sicherheit mitbekommen, Thema Grillen und Fleisch und Fleischzubereitung, da haben wir schon viel
Da haben wir schon viel gemacht. Was habe ich sonst noch so gelernt? Ich lerne eigentlich jeden Tag was. Also in jedem Video, in jedem, alles, was ich baue, alles, was ich tue, die ganze Arbeitsthematik, das ist ja alles Neuland für mich. Das habe ich vorher definitiv alles nicht gekonnt, nicht gemacht und nicht gewusst. Alles, was so mit Rennstrecke schnell fahren zu tun hat, das ist wirklich alles Neuland für dich. Wie haben Kimi und du euch kennengelernt? Wir müssen mit Kimi definitiv mal ein Frage-Antwort-Video machen. Ich glaube, es ist sogar am coolsten, wenn ich selber gar nicht dabei bin, sondern vielleicht Joni und Marius ihr nur die Fragen stellen. Das könnte witzig werden. Kurze Story dazu, wir haben uns kennengelernt, relativ einfach, sowohl ihre Eltern als auch meine Eltern fahren seit eh und je in dieses Gebiet, wo wir immer zum Skifahren sind, über Weihnachten, Neujahr und früher nur unsere Eltern alleine, weil wir in der Jugend als Teenager keinen Bock hatten mitzufahren, irgendwann sind wir dann doch mitgefahren und so hat man sich kennengelernt, tatsächlich auf dem Berge. Wäre Auswandern ein Thema für euch, wenn ja, wohin? Auswandern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe schon mein Leben hier in Hannover, gerade durch Familie. Natürlich weiß ich, dass ich sowohl unternehmerisch als auch schraubertechnisch im Ausland definitiv besser aufgestellt wäre. Also ich bin jemand, ich würde nicht aus Deutschland wegziehen wegen dem Wetter, sondern ich würde, wenn dann nur tatsächlich aus... Also für mich gibt es nur zwei Gründe, warum ich aus Deutschland wegziehen würde. Erstens, um meine Autoliebe noch krasser täglich voranbringen könnte. Also heißt als Beispiel, dass man die Autos einfach noch krasser nutzen kann, dass es krassere Rennserien gibt, mehr zu holen gibt, mehr zu gewinnen gibt, mehr mitmachen kann, was weiß ich. Und genauso auch, dass man unternehmerisch deutlich, deutlich krasser vorankommen könnte. Das wären zwei Punkte, wo ich sagen würde, in Kombination mit Frau und Kind, wenn die dann mit d'accord sind, könnte man darüber sprechen. Aber ich liebe mein Leben eigentlich hier in Hannover mit meinen Homies, mit meiner Familie so krass, dass ich denke, dass man am Start ist. Was quatsche ich schon wieder, dass man am Start ist? Dass ich erstmal hier am Start bleibe. Sorry, war schon die nächste Frage. Kannst du dir vorstellen, noch eine Limo zu bauen und damit auf der Straße zu fahren? Zu dieser Frage muss ich an dieser Stelle leider schweigen. Hallo Philipp, ihr wolltet doch mal ein Video zu deiner Firma Alus machen, wo du erklärst, was der Name bedeutet. Beliebteste Frage. Müsst euch noch ein bisschen gedulden. Kommt irgendwann, aber noch... es ändert sich relativ viel bei Alus aktuell. Auch was das Personal angeht und Mitarbeiter angeht. Kein böses Blut, 0,0 hatten wir ja schon ein paar Mal die Thematiken. Aber mit der Zeit, es ist einfach so, Leute kommen, Leute gehen. Es ändern sich Ansichten. Man lernt dazu, sind wir wieder beim Thema Lernen. Ich lerne sehr viel dazu, weil wir einfach ziemlich viele erfolgreiche Firmen auch besuchen. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jemand, der läuft mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben und nimmt alles auf, was er aufnehmen kann. Und so kommt es natürlich zu Änderungen und da passiert relativ viel und wird noch viel mehr passieren. Deswegen haben wir auch gerade vor ein paar Tagen wieder ein paar Stellen ausgeschrieben. Ich mache euch unten nochmal auch in die Beschreibung wieder einen Link rein, welche Stellen wir aktuell suchen. Jetzt nur bezogen auf Alus, nicht auf alles, was YouTube PK Media ist, sondern wirklich erstmal nur auf unseren Teilhandel. Wenn da für euch was dabei ist, liebt gerne. Irgendwann kommt da auch nochmal ein Video zu, Alltag bei Alus, aber da sind wir aktuell noch zu weit von entfernt, deswegen später. Nächste Frage. Gibt es irgendwann mal wieder eine Tuning-Talk-Runde wie damals? Ja, geile Frage. Habe ich mega Bock drauf. Ich wollte es etliche Male schon in Angriff nehmen. Ich weiß, ich habe es euch auch schon etliche Male versprochen. Es gibt jetzt aber eventuell Möglichkeiten auf dem Messegelände in Hannover, weil die was Passendes vorbereitet haben. Ja, müssen wir, ist zu viel für dieses Video, weil ich würde gerne mit euch zusammen die Gäste bestimmen. Aber wenn wir das jetzt in diesem Video machen, das wird dann kurz vorher passieren. Definitiv, dass wir zusammen die Gäste aussuchen können. Hallo Philipp, mich würde mal interessieren, welchen grob geschätzten Gesamtwert die Limo mit allen krassen Bauteilen und den ganzen Arbeitsstunden nun ungefähr hat. Mach weiter so, ich bin schon fast seit Tag 1 dabei. Relativ einfach, ich weiß auch, dass ganz viele andere YouTuber, Personen darüber schätzen, spekulieren, wie auch immer. Ich kann euch sagen, Stunden können wir nicht berechnen. Definitiv nicht. Kann man einfach nicht. Das geht nicht. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal vorsichtig, da stecken Minimum 1000 Stunden drin, so von allen zusammen. Rechne da mal
50 Euro die Stunde, bist schon bei 50.000 Euro nur Arbeitszeit und das wird wirklich zu wenig sein. Wenn man jetzt die Teile alle zusammenrechnet, das kann man ja schon definitiv einfacher machen. Das heißt Carbon, das heißt Lackierung, auch sehr aufwendig in sich Carbon und nicht mal eben so gemacht. Und auch mittlerweile Lackierung ist für mich immer noch eine Sache, die, wo die Preise definitiv immer, immer, immer weiter angehoben werden, was aber auch berechtigt ist, weil an jeder Stelle Energiepreise, Materialpreise und so weiter. Ich kann mir einfach vorstellen, das Heizen von der Lackierkabine und das ganze Material, was man da braucht, das kostet einfach schon mal Geld. Das heißt, Lackierung von dem Fahrzeug, Carbonteile, die ganzen gefrästen Teile, Motor, dies, das, jenes, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, reden wir bei so einem Fahrzeug ungefähr bei 100 bis 150.000 Euro. Das würde ich sagen, da landen wir so. Ich müsste jetzt eine genaue Tabelle aufmachen, das mal so durchrechnen, aber angenommen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir 50.000 Euro brauchen, dass die Karosse, so wie sie da steht, ist, ready ist, dann brauchen wir ungefähr nochmal 30.000 Euro für den Motor mit der ganzen Elektrik und dann meinetwegen nochmal 20.000 Euro für den Antriebsstrang und nochmal 10.000, 20.000 Euro für alles drumherum, ist man irgendwo so bei 100.000, 150.000 Euro. Allerdings muss man dazu sagen, für dieses Geld könnte man es niemals für jemand anders bauen, weil dieses Auto basiert auf Freundschaftsdiensten von meiner Truppe. Da werde ich auch definitiv nochmal eine Talkrunde machen, nur mit allen, die an der Limo beteiligt waren, wenn das Auto jetzt das erste Mal gefahren ist. Weil da merkt ihr, was das für eine Gruppendynamik unter uns ist. Das sind einfach alles meine Buddies, meine Homies. Nur so kann so ein Auto entstehen. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwo hingehen würde und würde sagen, ey, bau mir mal die Limo nach, so wie Philipp sagt, das muss erstmal einer hinkriegen. Und selbst dann würde ich realistisch sagen, reden wir davon einer Zahl 300, denke ich mal so, in dem Dreh. Würde ich jetzt mal so ansetzen. Hat dir dein Studium für deine jetzige Arbeit mit Alus und dem Schrauben an Limo etc. viele Vorteile gegeben und würdest du im Nachhinein einen anderen Studiengang wählen? Meine persönliche Meinung dazu ist, nein, es hat mir eigentlich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts gebracht. Klingt jetzt hart, weil es gibt andere Bereiche, da ist das zehnmal krasser, HWA. Alle Konstrukteure und Ingenieure, die dort arbeiten, denen hat das Studium definitiv was gebracht. Ich bin allerdings jemand, der lernt nicht, indem ich lese, sondern ich lerne, indem ich mache. Das ist ein großer Unterschied. Ich stehe vor einem Problem und im nächsten Moment überlege ich mir, wie kann ich dieses Problem lösen? Fange dann an, mich damit zu beschäftigen, andere Leute zu fragen, mir Meinung einzuholen, eine eigene Meinung zu machen und komme so meist zum Ziel. Das sind alles Sachen, die kann man so aus dem Lehrbuch nicht lernen. Wenn wir jetzt aber bei dem Thema sind, wie baue ich eine Carbon-Kardanwelle? Sowas kann man definitiv lernen, dafür muss man auch ein Studium machen. Deswegen ist das schwierig, aber mir persönlich hat es definitiv nichts kann man nicht sagen, aber nicht viel gebracht. Es gibt aber definitiv Berufe, wo es definitiv so ist. Allerdings ist es am Ende so, das habe ich gelernt in den letzten Jahren, Lebenserfahrung, Berufserfahrung ist unbezahlbar und für mich definitiv auch immer das Wichtigste. Wenn ich Leute einstelle, gucke ich eher immer darauf, was sie bisher gemacht haben, als das, was sie gelernt haben. Frage, welches Auto würdest du für ein Budget-Tuning-Projekt nehmen? Kosten inklusive Fahrzeug 5.000 bis 10.000 Euro. Ganz klare Empfehlung von mir, Abarth 500. Wie lange dieses Auto durchgehalten hat, wie viel Spaß ich damit hatte, wirklich, kann ich sagen, machen. Heißt, die billigste Gurke kaufen, alles rausschmeißen, was er nicht braucht, Teile verkaufen, sind viele Teile auch wertvoll dran, weil viele Fiat 500 umgebaut werden auf Abarth. 160 PS machen, 180 PS, gutes Fahrwerk, Serienbremse mit guten Scheiben und Belägen, einen guten Sitz rein, ein bisschen was für die Sicherheit machen. Ich denke mal, da seid ihr ungefähr bei 10.000 Euro am Ende und schon könnt ihr wirklich schnell und lange und zuverlässig unterwegs sein. Das ist aktuell meine Empfehlung. Wenn ihr natürlich nicht in Thema Rennstrecke wollt, in andere Bereiche, dann natürlich auch anders, aber da würde ich wirklich sagen, in dem Bereich. Hallo Philipp, ich finde es super, wie detailliert du die Bauprozesse an den Autos zeigst. Es ist die Liebe zum Detail, die bei dir noch nicht verloren gegangen ist und das finde ich super. Ich wünsche mir, dass die Qualität der Videos so bleibt und du weiterhin zeigst, wie etwas gebaut wird und nicht nur das Ergebnis präsentierst. Danke für solche Nachrichten. Ist auch definitiv so, dass es extrem motiviert, wenn man sowas liest, weil natürlich ist es immer einfacher, also wenn ich einfach nur einfach machen wollen würde, hier ist das Auto, jetzt ist es fertig. Punkt. Nee,
Ich will euch schon den Prozess zeigen, weil wir natürlich auch nicht alles immer selber machen können. Wollen wir natürlich auch mal Sachen dann zeigen, die wir selber machen. Es muss aber immer eine gesunde Mischung bleiben aus Effizienz, aus Vorankommen, aus Fertigwerden. Und ich denke mal, da haben wir jetzt mittlerweile einen ganz guten Mittelweg gefunden. Was für mich ganz wichtig ist bei diesen Sachen, immer ehrlich sein. Das heißt, wenn auch mal was nicht klappt, etwas nicht funktioniert oder kaputt geht, euch das zeigen. Und jeder, der mich jetzt seit 10 Jahren verfolgt, weiß, ich habe jeden Motorschaden gezeigt, ich habe jeden Defekt gezeigt. Ihr könnt euch 100% sicher sein, so wie die Autos hier gezeigt werden, fahren sie auch, performen sie auch. Und wenn sie kaputt gehen, zeigen wir das euch, ist Inhalt des Contents und machen sie wieder alle. So ist auch mein Kontakt und diese Basis mit Björn damals zusammengekommen, weil wir wirklich jährlich einen Motor kaputt gemacht haben. Und diesen Motor aber auch jährlich revidiert und wieder aufgebaut haben. Und das aber auch die ganze Zeit immer gezeigt haben. Deswegen, ja, danke für diese Nachrichten. So werden wir auf jeden Fall weitermachen. Und es freut mich, dass es immer noch Leute gibt, die diese Detailtreue zu schätzen wissen. Live weiß das jeder zu schätzen. Wenn wir auf einer Messe sind, Marius, Golf, die Limo, egal welches Auto. Ich sehe einfach eure Blicke, wie ihr um die Autos läuft, diese ganzen Sachen seht. Boah, geil, hier eine Titanschraube. Wie geil ist das hier auslackiert? Guckt euch mal die Sache an. Da merkt man das sofort. Aber mich freut es, dass ihr bei dieser Vielfalt an YouTube-Videos von verschiedensten Creatern auch diese Detailtreue in den Videos auch noch so ein bisschen sucht. Das ist einfach was anderes als live. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir ziehen das so weiter durch. Wir werden weiterhin berichten, wenn etwas nicht funktioniert. Wir werden weiterhin berichten, wenn etwas funktioniert. Und wir werden weiterhin so detailliert und gut bauen. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich eher immer noch eine Schippe oben drauf legen und auch da wieder, wie ich gerade erklärt habe, aus den Handlungen lernen und es noch besser bauen. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Eine Sache, wird jemals wieder der Stricher oder dein Golf 1 aufgebaut? Ich war ja bei Dirk und da habe ich tatsächlich so ein bisschen wieder... Also ein bisschen Bock auf den Golf 1 bekommen. Ich bin ehrlich, mir fehlte bei dem Golf 1 die Vision, wie ich dieses Auto fertig bauen sollte, weil an dem Auto ziemlich viel gecleant ist, ziemlich viel Show- und Shine-mäßig ist. Aber als ich jetzt mal wieder einen Golf 1 in richtig geil gesehen habe, sind mir so ein, zwei Visionen gekommen. Ich bin ganz ehrlich, dieses Jahr wird das nichts mehr. Also zumindest nicht in den nächsten 6 Monaten. Aber da kann man auf jeden Fall nochmal angreifen, würde ich sagen. So, mal wieder danke fürs Zuschauen. Danke fürs Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wieder selbe wie letztes Mal. Ballert die Kommentare voll. Und wieder gleiches Spiel. Kommentare von anderen liken, die ihr gerne beantwortet haben wollen würdet. Und dann gehe ich von oben durch. Danke. Tschüss. Habt einen schönen April und bis zum nächsten Mal.